Hallo, Marco von Media Acoustics hier. Heute möchte ich Fenster putzen und habe mir dazu den neuen WV6 Fenstersauger von Kärcher gekauft. Wie ihr seht, habe ich schon mal mit dem Auspacken angefangen. In der hier vorliegenden Plus-Version wird das absolut notwendige Zubehör mitgeliefert. Dazu gehören eine Sprühflasche mit Wischeinheit, ein 28 cm breiter Saugkopf, der Fenstersauger selbst sowie ein Netzteil. Außerdem finden sich eine Probe vom RM503 Reiniger und, naja, nennen wir es einen Papierhaufen, der eine Anleitung sein soll, mit im Karton. Alles ausgepackt und zusammengebaut, geht es nun ans Laden. Die Akkulaufzeit beträgt 100 Minuten und die Restlaufzeit wird im Display angezeigt. Die Ladezeit kommt dabei auf ca. 170 Minuten. Bevor es nun endlich losgehen kann, fülle ich die 20 ml Probe in die Sprühflasche und ergänze diese mit 230 ml Wasser. Jetzt kann ich ans Werk gehen. Die Prozedur ist dabei eigentlich immer gleich. Zunächst mit der Reinigungslösung einsprühen, mit dem Wischkopf säubern und danach mit dem WV6 absaugen und fertig. Im Prinzip lassen sich so alle glatten Flächen säubern, die es so in Haus und Garten gibt. Schaut euch doch einfach mal hier meine Beispiele an. Absolut sauber und streifenfrei, ganz im Gegensatz zur Duschkabine. Nun ja, aller Anfang ist schwer, aber schaut euch diesen Unterschied an. Auf zum nächsten Härtefall. Thank you.
habe ich wieder den Durchblick. Keine Angst vor großen Fenstern. Mit dem Kärcher werden sie zum Kinderspiel. Verlängerten Lippe am Saugkopf sind selbst bodentiefe Fenster und Glasflächen einfach zu bearbeiten. Apropos Boden. Die Reinigung des Kärschers geht wirklich einfach von der Hand. Seht selbst, das kriegen sogar Männer hin. Thank you.
So, nun sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr habt einen Eindruck vom neuen Kärcher WV6 gewinnen können. Abonniert doch einfach den Kanal und lasst euch überraschen, was wir hier sonst noch an Videos zu bieten haben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.